Das hier ist harte Arbeit. Man sieht es dem Mann an. Doch dies ist kein Steinbruch und auch keine Zwangsarbeit, sondern alles geschieht freiwillig. Aus den Steinen werden Schutzwälle vor Dorf und Feldern errichtet, damit beim nächsten Regen nicht alles überflutet wird, sagt der Dorfälteste. Die große Dürre hat uns sehr stark getroffen. Wir wollten schon das Dorf verlassen und uns irgendwo anders niederlassen. Dieses Jahr hat es gut geregnet, Gott sei Dank. Aber deshalb müssen wir unseren Boden auch vor den Überschwemmungen schützen. Und dafür ist sein Sohn Jibril eingeteilt. Einen Tag in der Woche. Das ist schwere Arbeit, das haben Sie ja gesehen. Dafür braucht man Kraft und dafür muss man auch gut essen. Und deshalb bekommt jeder, der hier arbeitet, anschließend eine Tagesration Lebensmittel für sich und seine Familie. Bezahlt wird das von der Deutschen Welthungerhilfe. Wir unterstützen hier die Menschen, die von der Dürre stark betroffen waren, damit sie ihre Felder für die nächste Ernte gut vorbereiten können. Es war eine schwere Dürre, die die Sahelländer getroffen hat. Gleich mehrere Regenzeiten fielen aus und damit auch die Ernten. Das Vieh ist verhungert und verdurstet. Vielen Menschen hier wurde die Lebensgrundlage genommen. In 2010, 2011 hat es schon eine kleinere Krise gegeben. Dadurch konnten sich die Menschen keine Vorräte anschaffen. Das heißt, wie in der Bibel, es kamen 7 Plagen zusammen und die Menschen konnten sich nicht mehr helfen. Es waren ca. 4,6 Millionen Menschen betroffen und davon die Hälfte so extrem, dass sie einfach nichts mehr zum Essen gehabt haben. Dass die große Hungerkatastrophe ausgeblieben ist, ist der schnellen Reaktion der internationalen Hilfsorganisationen zu verdanken, sagt Willi Kolmus. Doch über den Berg sind sie hier im Dorf Nyamika noch lange nicht. Einmal im Monat werden Lebensmittel verteilt an die, die es alleine nicht schaffen würden. 15 Familien sind das heute. Die sind nach bestimmten Kriterien ausgewählt worden vom Dorf selber. Und das Dorf passt auch auf, dass praktisch dass die verteilten Güter da ankommen, wo sie ankommen sollen. Da gibt es eine soziale Kontrolle. Auch Kumba Kante bekommt heute Hilfe. In den Säcken sind Reis und Getreide, dazu Öl und Salz. Eben das, was sie am nötigsten brauchen, sagt die 50-Jährige. 8 Kinder hat sie, aber keinen Sohn. Ich habe meinen Mann sehr früh verloren. Die Kinder muss ich seitdem alleine durchbringen. Und wie soll man arbeiten, wenn man einen leeren Magen hat? Auch Kumba und ihre Familie hat die Dürre schwer getroffen. Davor hatten wir noch Ziegen, aber die mussten wir verkaufen. Von dem Geld haben wir Essen gekauft. Dann ruft auch schon der Muezzin zum Gebet. Und Kumba macht sich fertig. Ohne Allahs Hilfe geht es eben nicht. Gleich nebenan ist die Kinderstation. Viele Frauen hier können nicht ausreichend stillen. Und nicht genug Muttermilch, das ist in Mali schnell ein Todesurteil. Die Säuglingssterblichkeit ist mit 11% die zweithöchste in ganz Afrika. Die Kinder hier sind unterernährt, sagt der Arzt. Nicht dramatisch, aber gut sähe das nicht aus. Jeden Monat untersuchen wir die Kinder, je nach Alter. Mit diesem Band messen wir den Umfang des Oberarms. Wenn sie im roten Bereich sind, dann sind sie schwer unterernährt. Das ist gefährlich. Aber hier sind sie im gelben Bereich. Das ist nur schwach unterernährt. Ich habe nicht genug Milch für meine Tochter, sagt die Mutter entschuldigend. Dabei kann sie gar nichts dafür. Jetzt gibt es Spezialnahrung für die Kleine und Aufbaunahrung für die Mama. Bis die Spätfolgen so einer Dürre vorbei sind, dauert es eben. Aber ihr Dorf mussten sie nicht verlassen. Und mit den neuen Schutzwällen wird es beim nächsten Regen auch nicht überschwemmt. Für die Frauen hier ist das ein Grund zum Feiern.